Noch bevor die Saison im Europa-Rosarium begann, stand bereits fest, in diesem Jahr wird es wohl keine Veranstaltungen auf der Bühne oder im Rosengarten geben. Nicht nur das Berg- und Rosenfest, auch die beliebte Nacht der 1000 Lichter wurde abgesagt. Die Rosen allein mussten nun die Bevölkerung überzeugen, das Rosarium zu besuchen. Im Juli schaffte zudem das Projekt Rose trifft Kunst einen Anreiz, den Weg in den Rosenpark zu finden. Eine kurz entschlossene Corona-Idee war das jedoch nicht. Wir hatten uns im letzten Jahr, wir haben so einmal im Jahr so ein Meeting, das war im September, waren wir im letzten Jahr im Kloster Trübeck und haben halt überlegt, wie können wir halt bestimmte Monate noch besser auslasten. Und da kam halt die Idee, Rose trifft Kunst. Und haben dann halt Künstler angeschrieben, haben das Ganze halt mit einer Kollegin von mir, haben wir das alles gesammelt und ja, so ist das Werk halt entstanden. Und auch wenn jetzt Künstler gerade zuhören und zusehen, für nächstes Jahr kann sich jeder bewerben, wer gerne noch möchte. Der Park ist groß genug. Wir waren dieses Jahr 25 Aussteller, 250 Exponate und ja, ich denke mal, das wird nächstes Jahr noch mehr werden. Die Exponate fügten sich harmonisch in die Kulisse des gesamten Rosariums ein. Künstler aus ganz Deutschland konnten sich für diese Ausstellung bewerben. Bis zu 3 Meter hohe Skulpturen aus Stahl, Marmor, Stein oder Glas zogen die Besucher in den Bann und bescherten dem Rosarium einen Besucherrekord im Juli, den die Organisatoren so nicht erwartet hatten. Wir sind wahnsinnig positiv überrascht. Also ich kann mal eine Zahl verraten. Wir haben im Juli allein jetzt knapp 40.000 Besucher gehabt, die auch halt die Grundstücke sich angeschaut haben. Und heute mit dem letzten Tag, Sie sehen auch schon die Lichter im Hintergrund und hinter die ersten Lichter gehen an. Wird nochmal, hoffe ich, ein schöner Abend werden. Die Finissage am 1. August sollte noch einmal etwas ganz Besonderes werden. Wortwörtlich erstrahlten die Exponate in ganz neuem Licht. LED-Scheinwerfer leuchteten die Skulpturen stimmungsvoll an und ließen die Besucher in eine romantische Sommernacht eintauchen. Für die Firma M1 Sound aus Eisleben war dieser Auftrag in Zeiten kaum stattfindender Veranstaltungen eine willkommene Aufgabe. In der aktuellen Zeit besonders macht das Spaß, ja, muss ich echt sagen. Gerade Beleuchtung, das ist so unser Hauptmerkmal, sag ich mal, das machen wir gerne. An jeder Ecke des etwa 13 Hektar großen Parks galt es, etwas Neues zu entdecken. Mit zunehmender Dunkelheit veränderte sich nochmals der Blick auf die Exponate. Musikalisch ging dieses Projekt zu Ende.